Willkommen zum entscheidenden Match in der Schlegel- und Eisen-Uranmine, einer Stützpunktverteidigungskarte, die für ihre undurchdringlichen Schilde bekannt ist. Ausgefallene Technologie, aber die versorgen sich nicht selbst mit Energie, oder? Nein, wenn du 3 Kontrollpunkte der Mine deines Gegners eroberst, hat dein Gegner kein Schild mehr. Und ohne Schild kein Sieg. Natürlich galt am Anfang des Spiels die ganze Aufmerksamkeit Senja, dem Superstar der Freiheitsfront. Heute ruhen alle Augen auf ihm. Er ist ein Riesentalent mit einer fiesen Angriffsbewaffnung. Genau, am Anfang hat er den Vorstoß der Freiheitsfront auf 2 Kontrollpunkte angeführt. Und was die Schattenrebellen angeht... Die wurden komplett ausgelöscht. Hallo, Flammenwerfer! Danke, dass ihr mitgespielt habt. Allerdings ein starker Auftritt in einem Match, das die Machtverhältnisse in der Welt in Richtung Freiheitsfront verschieben könnte. Aber jetzt rein ins Geschehen und... Da sind es auch schon 3 Kontrollpunkte für Senjas Seite. Weg mit dem Schattenrebellenschild. Und schlimmer noch, ihr Panzer steuert direkt auf die Freiheitsfront zu und hat keine Ahnung, dass am Rand einige Zyklopen sitzen. Genau, Pasty hat das super gemacht. Vollkommen unerreichbar da oben. Wie brutal. Die sind Matsch. Und die Verwüster der Schattenrebellen wollen es ihnen heimzahlen. Nein, die sind so gut wie tot. Das riecht nach einem Infanteriehinterhalt. Los geht's, wunderbar chaotisch. Das sind Verwüster, die verwüstet werden. Wo sind denn bloß die anderen SR-Kommandanten? Ich würde meinen Orden darauf verwetten, dass sie auf Antäuschen und Sprengen aus sind. Da kannst du recht haben. Die Kontrollpunkte 1 und 3 wurden gerade auf umkämpft gesetzt und ja, unglaublich! Das nennt man sich reinknallen. Und sie haben es geschafft. Der Schild der Freiheitsfront ist zerstört. Unternehmen die Schattenrebellen einen Vorstoß zum entscheidenden Nuklearpunkt, können wir uns auf ein atomares Finale einstellen? Man muss sich das mal vorstellen. Oh! Orbitallaser! Fantastisch! Senja hat's erwischt! Cyber hat das Relais erobert! Die Schattenrebellen überrollen die Basis der Freiheitsfront! Atombombe! Was für ein unglaubliches Comeback, meine Damen und Herren! Das könnte der Nuklearschlag des Jahrhunderts sein! Die Schlacht, mit der die Schattenrevolution...